Ach, die beiden kenne ich. So, das ist also die Halle des Erfolgs, Leute. Packen wir's. Spielbedingungen hier, dann leg los. Viel Spaß. Wir sind beim VfL Knesebeck, wo man sich halt so sonntags um 10 Uhr aufhält. Vollgabepokal geht hin. Halbfinale? Süfeld 4. Das war Sandkamp 1 gegen Süfeld 4. Die Partie habe ich nie vorausgesehen, tatsächlich. Was denkst du, wie geht das Spiel heute aus? Ja, Sandka wird gewinnen. Wir gewinnen. Und wenn sie den Sieg holen, dann für alle, die morgen nichts zu tun haben, um 10 Uhr ist beim Rathausbalkon dann die Meisterschaftsfeier. Ich hoffe, ihr kommt. Ich habe am Anfang zu passiv gespielt. Ja. Und die zu viel, also ich kann passiv spielen, aber nicht zu, ich muss auch selbst was machen. Ja. Gerade aus den Aufstiegen, wenn er den einen macht, dann muss ich offensiv hingehen, weil er dann mit der Vorhand direkt hinterherkommt, die sind richtig geil. Die sind geil, zieht einfach durch. Die kommen auch echt letzte Linie, nicht angenehm, eigentlich ist es angenehm. Du machst alles richtig. Ja, ich muss, praktisch alles ich muss einfach nur, ich habe gemerkt, ich habe mich zwischendurch, habe ich Konzentration weggegeben, plötzlich liege ich hinten, am Ende wieder bei 10 fange ich an, wieder mich komplett zu konzentrieren, plötzlich bin ich wieder da. Ja. Ich muss echt den Kopf oben halten. Wie Handtuchpause, gerade wenn es so lang ja, geht. Stimmt. Handtuchzeit. Handtuchzeit. Gruß an Karan in der Sinn. Sehr stark, so richtig. Sehr stark. Ja, aber sonst genau richtig Konzentration. Nimm die Handtuchpausen. Wenn es gerade schlecht läuft, weiß man Pausen. Ja, ist ja egal. Oder nimm dir, oder geh zur Kante des Tisch und wisch da einmal ab und mal kurz runter. Weil das ist ein sehr gut Duldspiel, du musst durchatmen. Komm, ein Satz noch, auf geht's. Er holt das Ding. Wie war's? War anstrengend, warm. 25 Sätze Punkte, ich meine, ich sag immer 25 Sätze pro Punkt. 25 Punkte pro Satz ist echt hart. Ich hab, ach so, ja, sorry. Die wissen das ja nicht. 3-0 gewonnen tatsächlich mit 14 vor. Den Gegner. Ja, hat Spaß gemacht. Öffnendes Spiel, wenigstens kein Noppel. Wie sind die Bedingungen? Die Bedingungen sind sogar echt ganz gut. Und das Einzige, was ich zu bemerken habe, die Klorolle hängt falsch rum. Aber sonst alles gut. Guter Start. Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich habe selten so inaktiv gespielt. Das war bestimmt wunderbar fürs Auge, dass der Ball einfach nur im Spiel die ganze Zeit war, aber völlig egal. 3-0, ganz wichtig. Dass man das in 3 Sätzen geschafft hat. Jetzt sieht es ganz gut aus. Ich glaube, wir packen das heute. Gutes Gefühl. Zwischenstand 2-0. Christian hat solide 3-0 gewonnen, genauso wie Sebastian. Wirklich starke Performance von beiden. Jetzt kommt der Power mit an den Tisch. Arthur spielt jetzt. Waren es eher so, dass, okay, klar, schiebt er mal einen Netz rüber. Oder so. Ja, ich will eigentlich mehr angreifen, aber ich habe gerade nicht so ein geiles Feeling. So. Ich habe das Gefühl, ich ziehe den dann eher rüber. Das ist noch nicht so der. Das Ding ist, da ist sehr wenig von ihm drin und deswegen kann ich das schlecht einschätzen, ob da mehr ist oder nicht, wie doll ich jetzt ziehen muss. Weil am Anfang habe ich relativ gut aufs Spin gezogen. Ja. Und danach sind die plötzlich 2-3 rübergegangen. Da muss ich gucken. Ja, das war hinter dir ist es anhalten. Ja, ein bisschen zu viel rumgespielt. Aber ja, hat zum Glück funktioniert. Hast du die Verwaltung übernommen? Jo. Was passiert jetzt? Was? Wir machen das nächste 3-0 Doppel, würde ich sagen. Das ist ein Wort. Das sind unsere Einzelgegner, also ich meine.
Wichtiger Punkt. Leider, na egal, holen wir jetzt in den Einzelnen. Warum fühlst du mich jetzt beim Babybell essen? Weil nichts anderes passiert. Babybell ist stark. Product Placement hier, warte. Babybell. Der gute Käse. Gut, Christian. Stark. Ich habe nachgelassen, dann wieder ein bisschen. Oh, jetzt war raus aus der Sonne, ist echt warm. Raus aus der Sonne. Nachgelassen. Hab dann ein bisschen wild gespielt, viel zu passiv. Dann habe ich angefangen, ich habe die ganze Zeit tot gespielt. Er hat jeden Noppenball weggespielt. Genau. Und da habe ich angefangen, Unterschiedsaufschläge zu machen aus. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber habe ich einfach gemacht. Auf geht's, Chris Cross. So. Zweiter Satz bei Christian. Wichtiger Satz. Aber er ist ja relativ schnell aus dem. Jetzt hat er ein bisschen Glück. Ist relativ schnell aus den Minus, aus den Minuspunkten rausgekommen. Spielt sehr stark heute. Ich glaube, wenn er so weiter spielt, dann ist der Turniersieg echt drin. Und ich sehe auch Christian heute kein Spiel verlieren. Weil er einfach so stark ist. Im Doppel hat er ein, zwei Punkte abgegeben, leider. Dadurch haben wir das Doppel 3-1 verloren. Aber er führt schon wieder 10-5. Deswegen, ich kann auch gar nicht viel sagen beim Coachen. Jetzt hat er einmal einen Ball daneben gesetzt. Und kurz. Sebastian auch sehr stark. Und ich glaube, jetzt ist es genau einfach stark, parallel reingehauen. Ich mag es hier zu spielen, ist schön. Macht echt Spaß hier zu spielen. Ich habe schon Bock aufs Finale jetzt. Weil we are in the final. Very, very strong. Das war gut. Jetzt sind wir im Finale. Wir sind gekommen, um zu siegen. Ohoho. Ohoho. Wir gucken gegen wen. Was ist das überhaupt? Abbesbüttel und? Leiferde. Leiferde. Haben wir jetzt alle die einmalige Chance. Aber wir haben, ich glaube, das ist das einzige Mal in unserem Leben, dass wir das erreichen werden. Das ist wie die WM-Finale. Ich glaube auch, wir werden das nicht nochmal schaffen. Das ist zu anstrengend. Wir werden auch älter. Das war ersparen können, das zweite Einzel. Nur Doppel gewinnen. Wir verlieren immer die Doppel. Außer das erste. Und danach alle vier. Alle vier danach weg. Was machen wir jetzt? Im Finale ist Doppel wichtig. Wahrscheinlich. Woran lag es denn bei euch im Doppel? Man sieht mal, woran es gelegen hat. Erster Satz war gut. Zweiter Satz lagen wir dann direkt mal 5 minus 14 hinten. Und dann wussten wir, der Satz kommt nicht. Dritter Satz. Na gut. Ah, dritter Satz haben wir gewonnen. Sind wir zurückgekommen. Das habt ihr, glaube ich, gut gespielt. Nee, den dritten haben wir. Den vierten haben wir. Nee, den ersten habt ihr. Echt? Und den vierten Satz hat er wie immer nicht geliefert. Aber was willst du machen? Hat er recht, habe ich nicht geliefert. Haben wir geführt im ersten Satz? Weiß ich nicht, aber die sagen, wir haben 0 zu 3 oder 0 zu 2. Nein. Ja, aber das ist nicht geführt. Nein, aber ihr habt schon 14 Punkte gemacht und die 2. Um Menino zu zitieren, der war sehr doll im Soll. Ich stand zwischendurch, stand ich einmal 17-3 gegen Galtaro. 3-0, das war 3-3. So witzig, weil da steht ja 3-3 und du hast schon 17 Punkte gemacht. Das ist richtig witzig. Boah, wir sind sehr gemacht. Hier wird gespielt. Und wie sieht's aus? 4-1 gewonnen. Stark. Wir sind eigentlich die beiden anderen Affen, die spielen. Das ist gerade Affenbüttel. So, wir sind dabei. Wir befinden uns jetzt im 5. Satz des 2. Halbfinals. Hier im Vorgabepokalfinale, der Finalrunde, das Final Four. Genau, Leiferde spielt hier gerade gegen Abelsbüttel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Mannschaft das von welchem Verein ist, aber wie gesagt, wir befinden uns hier im 5. Satz im entscheidenden Spiel, also Crunchtime. Wir persönlich, laut den Spielern, würden gerne gegen Abelsbüttel spielen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hoffen, dass er das Ding durchbringt, aber es ist auf der Kippe und wir müssen einfach mal schau, wie es läuft. Großes Kino. Wen wünschst du dir als Gegner? Chris Cross, der Crosser. Krass, der Hippie. Fühl ich noch eine ernste Antwort? Ich wünsche mir den SV Abelsbüttel. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wünschen. Ich generell kein Konzert. Kommt dran, wer das Leben fühlt. Ja. Wen wünschst du dir als Gegner? Ich kann. Der nur anschließen. Pack, der Packer.
Das ist er. Was bedeutet das denn? Das bedeutet jetzt, dass wir im Finale gegen Leiferde spielen. Das ist nicht das, was wir erhofft haben. Aber kann man jetzt nichts machen, ne? Also von daher muss man einfach die Herausforderung nehmen. Da müssen wir Leiferde zum dritten Mal jetzt raushauen. Einfach mal alle Leiferde weg. So einfach ist das. Das, was Arthur sagt, ja. Du kommst da echt nicht ran, weil die Plätze sind rar. Wirklich, er guckt. Ja, finde ich geil. Finde ich geil. Ja, früher dann immer gespielt, drei Leute standen dann immer da rum und durften nicht gucken. Genau. Und einer wirft den Ball da rein und einer kriegt ihn halt auf den Kopf. Genau. Und keiner weiß mehr. Das ist schon geil. Ja. Ein kleiner. Das war noch Zeit, ne? Mal grundsätzliche Frage. Wie findet ihr die Bedingungen? Also die Bedingungen sind hier drin schon echt ein Traum. Also relativ neue Halle, relativ alte Tische und die Luft ist so ein bisschen wie in seinem Käfig. Ein Puma-Käfig. Ja. So, in welche Aufstellung geht jetzt an den Start? Wir haben uns heute, also fürs zweite Spiel haben wir uns entschieden, ich an 1. Chris Cross, der Crosser. An 2 heute dann haben wir mal umgestellt. Arti-Art. Der unartige Arthur. Art, der Künstler. Oh, ja. Art-Attack. Attack. Und an 3 haben wir den nervenstärksten Spieler hier. Den Lehrer. Ich meine, den lieben Liebert. Ich habe noch einen von Sebastian. Sepp, der Fernsehsepper. Bitte? Was wollen Sie wissen, Frau Madame? Ich muss jetzt gegen den Ältesten, den Vater der Truppe, also unser Arthur. Gut. Wir befinden uns im dritten Satz, Graubaum gegen Torster. Aktuell sieht das Ganze sehr gut aus von Seiten von Graubaum. Er zeigt Konstanz jetzt auf Annahme. Schubst er in die Mitte rein, das macht er öfter und dann kommt danach, das ist natürlich so eine große Stärke, dann diesen leicht höheren Ball zu erkennen und direkt drauf zu gehen. Jetzt hat er selber Aufschlag. Entscheidet sich für einen leicht längeren Aufschlag. Der andere nicht gesehen, schubt er rüber. Ja, natürlich. Ja, da war eine leichte Finte, konnte man da beobachten. Hat der andere sich ein bisschen verschätzt. So. Schubst er wieder in die Mitte rein und dann kommt er wieder rüber. Und es ist wieder, meine Damen und Herren, es ist wieder der Wechsel. Wie wir ihn auch schon oft gesehen haben. Aber jetzt 5-7. Alles drin. Knappes Spiel. Kurzer Aufschlag in die Vorhand. Zieht er nicht nach. Schuft er mal rein. Da will er ihn locken. Oh, das ist eine Kuriosität, meine Damen und Herren. Graubaum hat gerade fallen gelassen, dass er den Schläger die ganze Zeit über Fälschung gehalten hat. Wie konnte ihm nur das passieren? Mal gucken, was das für ein Unterschied macht. So, Arthur ist noch ein 1 im Minus, aber hat einen guten Vorsprung schon aufgeholt. Wieder Netzball. Wo ist der? Hängt sich ein bisschen an den Netzbällen an, weil eigentlich macht er ein gutes Spiel. Vorhin trotzdem Arthur natürlich immer sehr stark. Und das ist auch der Game Changer bisher. Und auch der wichtigste Schlag. Wenn er den gut einsetzen kann, denke ich, dann wird das Spiel auch gewinnen. Genau das ist genau das Richtige. Genau. Schön, Arthur. Ja, starker Topspin mit der Arthur ein bisschen Glück. Starke Rückhand. Ja, und dann ist wieder die Vorhand von Arthur. Gut, Sebastian. Komm mal, der ist gut, komm mal weiter. Gut, Basti, komm mal weiter. Hallo. Hallo. Ich hasse noch. Weiß ich. Wollen wir auch mal eine lange Dinge in die Front rein, warum nicht? Soll ich einfach mal machen? Da steht der nächste Ball in die Mitte. Ich habe da einen versucht. Er hat hier reingepatscht. Aber da hat er jetzt auch ein paar wirklich sehr gute Belege. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Aber ist egal, konzentriere dich auf dich. Dein Ziel ist, dass du jeden Ball gut spielen möchtest. Er bewegt sich wahnsinnig gut. Ne? Das stimmt. Aber egal. Ich habe mich am Anfang nicht gut bewegt. Jetzt muss ich alles einwerfen. Ja, probier mal. Mental Fokus auf dich. Ich spiele Doppel. Arthur und ich glaube gegen die beiden Lütten.
Aber ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wer von denen spielt. Arthur und ich weiß nicht. Nur mal gucken jetzt. Steht 1-2 aus unserer Sicht. Aber ich habe irgendwie trotzdem noch ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, in der Rückrunde spiele ich nämlich gegen den Einser. Also selbst wenn wir das Doppel verlieren, habe ich ein gutes Gefühl. Also dann spielen wir alle gegen, dann stehen wir so, dass wir gute Gegner haben. Dann müssen halt alle drei kommen. Aber da sehe ich uns. Alles kommt. Wir befinden uns hier gerade im zweiten Satz bei Liebert gegen Torster. Liebert wächst gerade so ein bisschen über sich hinaus. Er fuchst sich richtig in den Tunnel rein. Und ackert sich hier wirklich richtig krass ins Spiel. Komm, Christian, weiter, komm. Es steht jetzt aktuell 3-3. Liebert wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, das Ding jetzt hier für sich zu entscheiden. Er ist sehr stabil. Ja, das schenken wir rüber zu Christian. Da sieht es gerade nicht ganz so rosig aus. Ein bisschen Spannung. Guten Tag. Top. Yes! Alles top. Einzige Sache. Das ist was im ersten Aufbau. Einzige Sache, ja, oft ist so ein Gefühl, also sieht es von außen zumindest so aus, dass so ein langer Schubball nach vorne ist und du schubst ihn nochmal. Und ich denke mir so, du hast so ein geiles Angriff, greif einfach an. Der Rest ist ja okay. Das Geile ist, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, wie lange in der Form ziehst du nicht? Und dann kommt er so ein bisschen mehr in die Mitte und du gehst rum und ziehst den flach. Und ich denke mir so, der ist viel schwerer. Ja, ist okay, dann mach es so. Du spielst geil, du spielst gut. Du spielst richtig gut. Ja. Ja. Du spielst gut. Richtig stark, komm. Kopf aus, willst du den Kopf an und weiter. Jetzt wird der letzte Satz des heutigen Tages gespielt. Arthur steht im fünften Satz, steht 3-3, Finale. Ja, enger wird's nicht. Entscheidet alles, ne? Enger wird's nicht. Ja, das Spiel ist vorbei. Leider wirklich 11-9 im fünften verloren. Arthur. Ja, mehrere fünfte Sätze, die heute leider jetzt gerade im Finale leider knapp verloren wurden.
Ich bin super stolz auf die Jungs. Wir haben super Leistung gezeigt. Immer gekämpft, nie aufgegeben, egal wie ich stand, um diese Punkte aufzuholen. Ich habe es heute, glaube ich, 10-mal gesagt, ich wär schon zusammengebrochen und die haben es immer noch geschafft. Die sind jetzt seit mehreren Stunden in der Halle und super Leistung, leider nicht belohnt am Ende, aber ein würdiger zweiter Platz und ich glaube, nächstes Jahr holen sie das Ding. Ärgerlich. Ich glaube, 4 Punkte, davon 3 im 5. Ne? Das haben wir 2-0 geführt und Sebastian hat 2-1 geführt. Ich habe 2-1 hinten gelegen, den 5. gebogen. Aber kann nur einer gewinnen. Ne? Zweiter wurde SV Sandkamp. Alle drei abgelacht. Mit 14 vor. Hat nicht gereicht. Zeig mal Pokal. Das ist sogar solide. Wir vom SV Dinner, so konnten sie gestern im Regionspokal schlagen, aber wie wir das gemacht haben, weiß ich nicht. Da war der heute hätte ich aber überhaupt keine Chance gehabt. Hätte ich mal gar nicht antreten. Er hat gerade den Spaß seines Lebens sehr gehofft. Die Könige. Wir dürfen nächstes Jahr diese schöne Veranstaltung hier ausrichten. Ja, wir müssen uns leider hiermit verabschieden. Das sieht einfach 1:1 aus, wie ich filme. Ja, sie filmen.